Die 21-Jährige erlitt am Ostersonntag im Spiel gegen Bayern München 0:4 einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Diese Diagnose ist ganz bitter für uns alle, und wir hatten bis zum Schluss gehofft, dass sie sich nicht bestätigt. Wir wünschen Jojo von Herzen alles Gute, sagte Geschäftsstellenleiterin Claudia von Lanken.